Woche 6 und vorletzte Woche. In dieser Woche geht es ums Thema Wald. Wald, das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt. Wald, das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, um ehrlich zu sein, ohne groß nachzudenken, sind Bäume. Wenn man jetzt direkt einfach in den Wald rein fotografiert, ich kann zu 99% sagen, in den allermeisten Fällen wird das Bild nichts. Es sind sehr, sehr viele Kontraste auf dem Bild zu sehen, viele unruhige Motive. Man hat nicht ein Motiv, auf das man sich fokussiert. Das haben wir, glaube ich, schon öfter gesagt. Fokussiert euch auf ein Motiv, das heißt ein Baum, ein Weg, ein irgendwas, aber nicht tausend Bäume. Und dann durch diese Hell-Dunkel-Kontraste wirkt es einfach so unruhig, das wird nichts. Wir haben uns jetzt hier einen Weg rausgesucht, der gefällt uns ganz gut, ähnlich wie in der Architektur. Symmetrie, ich liebe Symmetrie. Drittelregel wieder verwenden, also in dem Fall gar nichts Neues. Was mir besonders gut gefällt, vor 20 Sekunden war hier Sonne. Natürlich, Vorführeffekt ist sie jetzt weg. Aber vielleicht kommt sie gleich noch. Man sieht so ein bisschen, dass hier diese Hell-Dunkel-Flecken von der Sonne noch zu sehen sind. Das kann richtig cool auf dem Bild wirken. Lasst uns das mal ganz kurz machen. Ich nehme mein Handy, ich nehme den Weg in die Mitte symmetrisch und setze die Flucht hinten, das Ende des Weges, was sichtbar ist, auf die untere horizontale Linie. Und drück einmal ab. Ich nehme es jetzt hochkant, weil ich gerne die Höhe der Bäume ein bisschen mehr betonen will. Anders bekomme ich es jetzt aus der Perspektive, nämlich im Horizontalen, gar nicht drauf. Genau. Wenn mir jetzt die Höhe gar nicht so wichtig ist, kann ich es auch umgedreht machen. Ich mache jetzt mal ein Bild. Ich möchte die Flucht vom Weg viel, viel mehr ins Zentrum setzen. Dann nehme ich die obere horizontale Drittellinie, also ja, Drittellinie, die obere, also die zweite oben, ne? Wie auch immer, und nehme das Ende des Weges dort in den Fokus quasi. Das war jetzt Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2? Genau, Tipp Nummer 2, vielleicht auch noch mal etwas fortgeschrittener, ist mir gerade so eingefallen. Wenn ihr mit dem Smartphone, aktuelles Smartphone fotografiert, habt ihr auch oft einen Weitwinkelmodus drin, was ganz cool sein kann. Gerade wenn ihr nicht alles auf das Bild kriegt, dann könnt ihr einfach die Weitwinkelkamera nutzen und könnt dann quasi dementsprechend das Bild so gestalten, wie ihr es haben möchtet. Ihr bekommt durch den Weitwinkel halt nochmal viel, viel mehr drauf und könnt die Flucht nochmal so ein bisschen besser in Szene setzen, sag ich mal so. Ne? Und auch die, wenn ihr jetzt hohe Bäume habt, dementsprechend auch noch höher wirken lassen. Ne? Dafür, dadurch, dass ihr halt viel im Bild habt, wirken dann auch die Bäume halt wesentlich größer. Genau. Noch ein Tipp, cooler Tipp, noch ein Tipp, geht in die Tiefe. Ich habe gerade Stichwort gehört, hohe Bäume. Wenn ihr in die Knie geht und den Weg unten nur ganz, ganz schmal im Bild lasst, dann wirken die Bäume riesig. So, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 würde ich jetzt sagen, im Herbst ist Herbstlaub gleich Blumen für mich. Nein, ist es nicht, aber fotografisch könnt ihr da die glitzegleichen Tipps umsetzen, die wir euch schon bei Woche 1 gegeben haben. Genau, oder wenn jetzt gerade ist halt kein Herbst, kann man auch noch ein bisschen schön spielen mit den Farben und so. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen schönen Weg habt, dann nehmt ihr euch mal ein einzelnes Blatt, fokussiert das quasi vorne und dann habt ihr auch noch den Hintergrund so ein bisschen unscharf, was halt auch noch ganz cool sein kann, was man halt so im Wald machen kann. Genau, schaut euch einfach mal um, vielleicht liegen Tannenzapfen rum. Flo, du hattest gerade irgendwie Moos auf dem Baumstamm erwähnt. Genau, schaut euch einfach mal ein bisschen im Wald um. Einfach mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Einfach mal ein bisschen gucken, was liegt im Wald, was könnte interessant sein. Und dann einfach mal mit dem Handy ein paar schöne Fotos machen. Einfach ein bisschen näher ran. Dann entdeckt man manchmal Sachen, die man so mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht sieht. Genau. Eigentlich Quintessenz resümierend, sind wir wieder beim Thema. Nicht zu viel ins Bild packen, fokussiert euch auf ein Objekt, sei es Weg, sei es ein Baum, ein Tannensapfen. Wenn ihr euch ein kleineres Objekt genommen habt, geht nah ran. Und dann hätte ich gesagt, starten wir
in Woche 6 und dann sind wir auch schon fast mit der Challenge durch. Ja.